Zustandsminimierung und Minimalautomat. Wenn ich Ihnen jetzt eine Sprache gebe, dann nehmen wir irgendwie die Sprache. Wie viele unterschiedliche Automaten gibt es, um diese Sprache zu erkennen? Unendlich viele. Warum gibt es unendlich viele? Zugrunde liegenden Alphabet können wir irgendwie festlegen. Das wäre so der allereinfachste Automat. Ich kann ja nochmal einen zweiten Automaten angeben. Das wäre auch ein Automat. Das Spiel kann ich jetzt beliebig weiter fortführen. Also ich kann den beliebig groß machen. Beliebig viele Automaten. Was könnte ein Argument dafür sein, dass dieser erste Automat hier, ja, dass der irgendwie interessanter ist oder schöner ist als dieser zweite Automat? Denn erstmal weniger Zustände. Ja, der zweite ist formal, ist ja auch schön, aber er hat irgendwie mehr Zustände und Dinge, die eigentlich überflüssig sind. Und wenn ich da jetzt noch was dran male, also ich könnte das ja wieder fortsetzen, hier so beispielsweise, ich mache noch einen dritten da dran, ich kann beliebig viele Zustände dran setzen. Ja, der erste ist deswegen ganz interessant, weil er irgendwie schlicht, einfach, weniger Zustände hat. Und einen kleineren Automaten zu konstruieren, also kleiner mit Blick auf die Anzahl der Zustände, fällt hier schwierig, ja, weil einen Zustand brauche ich. Der Automat nennen wir mal 1 hier, den nennen wir mal 2. Der Automat 1 hat keine überflüssigen Zustände. Und damit beschreiben wir im Prinzip was, dass ich mir nämlich Gedanken mache, was ist eigentlich in so einem Automaten relevant? Was kann ich gegebenenfalls weglassen? Und was ist sozusagen ein Standardautomat für eine Sprache? In dem Zusammenhang müssen wir jetzt so ein paar Sachen einführen. Und am Ende werden wir 2 Dinge bekommen. Ein Algorithmus zur Minimierung von Automaten. Das heißt, kriegen einen Automaten und konstruieren sie mal einen Minimalautomaten. Wir werden also den Begriff des Minimalautomaten kennenlernen. Das dritte, was wir kennenlernen werden, ist ein Kriterium, ähnlich wie das Pumping-Lemma eben, mit Hilfe dessen wir feststellen können, ob eine Sprache rational ist oder nicht.